Die Vienna Capitals empfangen den KAC. Mit 2 Niederlagen haben die Wiener den Grunddurchgang abgeschlossen. Eine 3. Niederlage in Serie soll verhindert werden. Es wäre in dieser Saison ein Novum. In dieser Hinsicht startet die Partie in der Albert-Schulz-Halle jedoch schlecht. Der KAC im Angriff, Bischofberger bringt die Scheibe scharf vors Tor und 100 Pfund lenkt mit einer Hand am Stock ab. 1:0 für den KAC. 100 Pfund bringt den Schläger vor den Gegenspieler und bezwingt JP Lamoureux erstmals nach 8 Minuten. Wir gehen ins Mitteldrittel und das geht knackig los. Kevin Capstead mit dem Break. Nur mehr Lamoureux vor ihm, er umkurvt den Goalie der Capitals und erhöht für den KAC. So haben sich die Wiener den Start ins zweite Drittel ganz bestimmt nicht vorgestellt. Capstead geht auf die Reise und bezwingt dann Lamoureux cool. Das 0:2 sitzt den Capitals in den Knochen und der KAC kennt kein Erbarmen. Landmark mit der überragenden Vorarbeit auf Neil und der legt eine halbe Minute nach dem zweiten Treffer nach. Vienna Capitals 0, KAC 3. Matthew Neil wird im Slot von Landmark perfekt bedient und schiebt Lamoureux die Scheibe durch die Beine. Lamoureux muss dann raus aus dem Tor, David Kickert für ihn auf dem Eis. Besser ergeht es aber auch ihm nicht. 35. Spielminute. Hurtubise mit dem Schuss, Kickert lässt prallen und im Nachsetzen erzielt Hurtubise Tor Nummer 4 für den KAC. Neo-Goalie Kickert macht da im Tor der Capitals keine gute Figur, hält diesen harmlosen Schuss nicht fest und Hurtubise bedankt sich. Wir sind im Schlussdrittel. Können die Capitals noch einmal zurückkommen? Im Angriff der KAC. Mitja Roba an der blauen Linie. Roba mit dem Schuss. Kreuzeck. David Kickert ist erneut geschlagen. Der KAC eröffnet das dritte Drittel wie schon das zweite mit einem Knall. 5:0 für die Rotjacken. Zwei unglückliche Goalies auf Seiten der Capitals. Ein glücklicher auf Seiten des KAC. David Madlener mit dem Shutout. Der KAC startet eindrucksvoll in die Peak Round. Oh, I'm disappointed, that's for sure. I thought tonight we got out-competed. Our compete level was nowhere near where it's supposed to be. We didn't make hockey plays with the puck, and it was a difficult night. So that being said, thank God we're playing a couple days. We're going to regroup and get going.